Hallöchen hier zurück bei The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Wir haben einen ziemlich ausgeheckten Plan, dass wir diesen Lutscher, diesen selbstgemachten Lutscher, auf diese Konstruktion legen, damit die weggefeuert wird und das kleine Viech hier mit dabei. Weil wir brauchen das kleine Viech, um Stimmen zu imitieren, warum auch immer. Aber es ist cool, deswegen wollen wir das mitnehmen. Deswegen lege den Lutscher auf das Brett. Und zwar nicht dich selber, sondern das Ding hier. Eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass man sowas nicht tun sollte. Ich bin's nicht. Andererseits ist man verrückt, wenn man auf die Stimme in seinem Kopf hört. Haben meine auch gesagt. Und das Kind ist immer noch süß. Wir müssen das nur irgendwie ködern können. Wenn ich kräftig am Faden ziehe, würde ich das Hufeisen abziehen und das Katapult auslösen. Ich teste das lieber nicht. War eine ziemliche Arbeit, das alles aufzubauen. Es ist im Prinzip eine umgekehrte Mausefalle, also eigentlich ein Katapult, was von uns ausgelöst werden kann. Oder halt von ihm selber. Ich rede da nochmal mit. Psst. Ah. Wir dürfen das Kind halt nicht selber mitnehmen. Weil er dann meckert. Alles okay? Klar, warum nicht? Okay. Alles bestens. Also, ja, ist schön. Es ist, ja, kann man so machen. Nimm den Lutscher, ja. Der schön angesabberte jetzt. Hier fallen anscheinend Lutscher vom Himmel. Seltsam. Wo kommt der woher? Spanne das Katapult. Können wir machen? Ich weiß nicht, was wir davon haben sollen. Könnte funktionieren. Ja, es hat ja schon mal funktioniert. Bow. Ich habe die Feder zusammengedrückt und die... Kennen wir schon. Ich leg den da nochmal drauf, falls wir die nochmal brauchen werden. Eine Stimme in meinem andererseits. Ja, alles klar. Wir haben irgendwo das kleine Kind, das Baby. Ich weiß nicht wo. Also dem Schwung nach zu urteilen beim Wrack. Nicht beim Frack. Oh. Nimm das Vieh, Baby. Er ist so süß. So ein bisschen moppelig, aber süß. Oh, was haben wir denn da? Hey, was hast du denn, Kleiner? Ganz ruhig. Warum haben die Viecher keine Beine oder keine richtigen Beine? Das Baby ist in Ordnung, schätze ich. Können wir dem was zu essen geben? Oh. Au! Hier geblieben! Das war's noch nicht. War das jetzt, weil ich das Sandwich angeklickt habe oder weswegen? Huh? Ist die Petra-Tante, die ist noch da? Lass den Gänsen ihre Füßchen. Ja, ist schön. Auch mein Spruch. Aber diese Gänsefüßchen, ich meine, es stimmt, wie viele Gänse sterben, damit Texte ordentlich zitiert werden können, zum Beispiel. Das ist schlimm. So, nochmal. Psst. Das kennen wir ja jetzt schon, können wir leider nicht überspringen. Aber es ist immer wieder lustig, wie das weggeschleudert wird. Okay. Wie das da lang hoppelt. Klar, warum nicht? Vor allem, dass es da auch wieder drauf reinfällt. Okay. Alles klar. Ich spanne das vorsichtshalber nochmal. Und die Musik ist cool. Oh. Könnte funktionieren. Ja, tut's auch. Wow. Ich hab... Ja, und nochmal den Lolli da drauf. Weil man weiß ja nie. Eine Stimme andererseits. Ja. Ich muss mal eben testen, ob das jetzt tatsächlich die Reaktion des Kindes war, weil ich das Sandwich angeklickt habe oder ich war zu langsam oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, was sollte man sonst machen damit, mit dem Viech? Ich meine, da würde ich ja eigentlich mit nach oben gehen wollen, um die Stimme zu imitieren. Oder irgendeine halt. Oh, was haben wir denn da? Hey, was hast du denn, Kennen wir schon? Ich gehe da mal mit nach oben. Duzi-du. Okay, wir dürfen also quasi... Hier geblieben! Nichts machen. Was machen wir denn da? Ich muss ja irgendwas machen können. Ich rede da nochmal mit. Ich probiere nochmal das mit dem Sandwich. Ich weiß nicht, ob ich mich eben nicht verklickt habe. Psst. Versehentlich. Ich meine, was zu essen wäre ja immer toll, ne? Weil sie will ja auch einen Lolli. Oder es will ja auch einen Lolli haben. Oder vielleicht können wir den Lolli nochmal mitnehmen dann. Und dann damit benutzen oder so. Alles okay? Klar, warum nicht? Ich muss sagen, okay. Ich finde es immer noch ganz lustig. Ja, ist ein bisschen gemein, aber naja, warum nicht? Ich meine, also warum gut, sollten wir den... Neues. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur den Lutscher nehmen. Den nehme ich jetzt mal mit und dann gebe ich dem den Kind.
stecke ich den einfach in den Hals, rühre ein paar Mal um und dann ist das Ding auch ruhig. Ganz schön bissig auch, ne, für das Alter. Oh, was haben wir denn da? Hey, na? Was hast du denn, Kleiner? Ja, ist ja gut. Lutscher. Ich hab was für dich. Schau mal. Ausgezeichnet. So was? Gefällst du mir. Wo hat er das hingepackt? Viehbaby. Ich sollte ihn bald wieder zurückbringen. Auch Kleinvieh macht Mist. Ja, spitzenangebrachter Witz. Wir gehen mal nach oben. Aus Protest. Und aus Gründen. Vielleicht können wir mit dem Vieh hier irgendwas machen. Das ist entweder die Stimme, dass es die Stimme des Yetis aufnehmen kann vielleicht. Und dann nachmacht, gibt Cornelius das Viehbaby. Nein, warum sollte ich? Lieber nicht. Cornelius könnte den Kleinen für einen Yeti in Miniaturformat halten und wer weiß was mit ihm anstellen. Ich weiß noch nicht, ob Cornelius die Viecher schon kennengelernt hat. So, mal so gesehen. Was kann man denn damit machen? In den Kochtopf vielleicht? Nö. Was kann ich mit dem Viech anstellen? Kann ich im linken Bereich noch irgendwas machen damit? Was ist denn Lebewesen? Ich meine, ein ganz putziges Lebewesen auch. Kann man das hier irgendwo parken? Oder dass es halt Randale macht? Nö. Ich sehe da nämlich gerade mal nichts. Schade, ich meine, ich kann ja auch allgemein nichts machen. Ich habe immer noch keine Hotspot-Anzeige, weil schwierig. Baby. Können wir das mit Petra? Dass wir Petra aufzeichnen? Ich meine, ich möchte es nicht machen, ne? Aber, naja, man weiß ja nicht. Wir müssen sie halt loswerden. Irgendwas sagt mir, dass Petra nicht damit einverstanden sein könnte, dass ich ein flauschiges Baby durch die Gegend katapultiert habe. Nur so eine Vermutung. Weiß ich nicht. Was steht da? Schützt Mäuse? Stopp, Point and Click. Ja, ist schön. Das Vieh mit dem Wrack? Nö. Können wir das auf die Antenne spießen? Nö. Da hast du das Eisloch. Ich meine, das Vieh da drin versenken ist ja auch Quatsch. Wir gehen nochmal zum Eingang da. Oder kann man hier noch was machen? Nö. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal zum Eingang hier. Vielleicht können wir damit das Tor für uns öffnen. Gib dem Techniker das Babyvieh. Ja, dann hätten wir das aber gar nicht entführen brauchen, wenn ich ihm das wiedergebe. Ich meine, er hat doch darauf aufgepasst, dass wir das nicht nehmen. Wir machen das trotzdem, wir versuchen das. Sicher, es macht Spaß, Babys durch die Luft zu katapultieren. Aber ich sollte das nicht öfter machen als nötig. Deswegen bleibt der Kleine erstmal bei mir. Och, Mann. Der ist aber auch beschäftigt, der die ganze Zeit. Was machen wir denn mit dem Kleinen? Haben wir hier noch irgendetwas, was wir betrachten? Stecke das Baby... Was? Stecke das Babyvieh ins Sandwich? Irgendjemand mag dich nicht, mein Kleiner. Hohoho. Er hat es sich zwischen den Brotscheiben gemütlich gemacht. Ja. Ein Sandwich mit einem haarigen Viehbaby als Fleischbeilage. Ich hätte ja Skrupel gehabt, es dort reinzulegen. Das sieht wie irgend so ein pelziger Döner aus. Also, ich weiß nicht, ist ein bisschen bedenklich. Aber was soll man damit machen? Sollen wir das der Petra geben? Oder dem Yeti? Oder was? Das ist schon ein bisschen gemein jetzt hier. Oh. Oh. Ich habe hier ein schönes Sandwich für dich, ganz ohne Hintergedanken. Und auch ohne Fleisch? Aber natürlich. Also schön. Dein Beitrag zum Umweltschutz wird vermerkt. Was war das? Meine geheime Zutat, Milady. Hallo, Baby. Nichts für ungut, Kleiner.
Es ist ein wenig bescheuert, muss ich mal anmerken. Aber interessant. Also ich meine, gut, das Vieh, das war doch gar nicht so. Also es war schon ein bisschen größer als das Sandwich. Ich meine, das hätte man noch sehen können vorher. Wobei ja auch gesagt wurde, dass die Viecher keine wirklichen Knochen haben und sich sehr platt machen können. Weiß ich nicht, wie weit Nate da drauf gedrückt hat. Wir können das Schild nehmen, die Antenne. Die gute Petra hat ihr Protestschild vergessen. So eine Schande. Ja, beim Kotzen braucht man das meist auch selten. Es sei denn, man stellt da halt drauf, dass man gegen Kotzerei ist und dann macht man es trotzdem. So, Kiste? Ist da noch man was drin? Sagt ja, dass Wahnsinnige über große Kräfte verfügen. Trotzdem ist es nur schwer vorstellbar, wie Petra mit dem Ding auf dem Rücken bis in die Nordlande gewandert ist. Wer weiß, was sie gemacht hat. Vielleicht ist sie mit einem stinkenden Flugzeug hier abgesprungen. Umweltverschmutzung. Mal schauen. Eine Trinkflasche. Dabei ist Wasser das Einzige, was es hier in den Nordlanden zu Genüge gibt. Zumindest in gefrorener Form. Ja, Glasflasche, Antenne. Haben wir da noch was? Nee, nur T-Shirts und Mützen. Okay, alles klar. Das Buch, das kann man auch nichts machen, ne? Wir kommen nur das Wrack der Mary, aber das ist ja... Das haben wir ja schon beobachtet. Glasflasche. Antenne können wir da hinbringen, aber Glasflasche, können wir die da oben noch benutzen? Das tropft ja hier nicht mehr. Nee, dann lasse ich das einfach mal sein. Ich glaube nicht, dass das so gut kommt. Oder zumindest weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Das werden wir gleich vielleicht feststellen. Erstmal die Antenne an den Ort. Oh! Ah. Baby Butter. Du wissen? Was soll ich sagen? Kinder lieben Butter? Ich hab die Antenne besorgt. Ah, gut. Vater? Mensch, Antenne. Das ist gut. Du bist also wirklich ein Meisterdieb, Mensch. Hole unser Herz aus dem Schiff des verruchten Hexers und dir ist unser ewiger Dank gewiss. Mag alles sein, aber nach dem Diebstahl muss ich so schnell wie möglich fliehen. Ihr müsst mein Schiff reparieren. So sei es. Ich lasse meine besten Leute daran arbeiten. Und ich gebe dir einen Partner mit. Oh. Ich weiß, er wird dir keine große Hilfe sein, aber er kann mir Bericht erstatten. Er hat mich vor dem Yeti gerettet, weißt du? Er ist ein Held und wird mir bestimmt sehr nützlich sein. Oh, es ist Gerät. Deine Freundin? Also los, steh mir nicht im Weg herum, dann kommen wir beide wunderbar miteinander aus. Na also, die Trottel reparieren mein Schiff und in ein paar Stunden fliege ich mit der alten Lady einem Happy End entgegen. Ich muss bis dahin nur beschäftigt tun. Hoffentlich läuft mir Munkus dabei nicht über den Weg. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, wie du dir das ausdenkst, lieber Nate. Wir können zwischen beiden wechseln hier. Können wir damit auch... Ja, klar können wir damit auch an den gleichen Ort gehen, aber... Was haben wir jetzt davon? Betrachtet das Wrack des Luftschiffs. Haben wir schon gemacht? Ja, ist kaputt. Kiste können wir nicht anschauen. Wir müssen wahrscheinlich nach oben hin und irgendwas mit dem Wissenschaftler machen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwelche neuen... Hier zum U-Boot. Ach so. Habe ich die eben die ganze Zeit übersehen gehabt? Habe ich das? Es wäre peinlich. Also wäre überhaupt nicht peinlich. Ach so, alles klar. Rede mit Nate, ja. Pudulupud und Jukeluk Bregal. Okay, ich übernehme. Ach so. Er guckt auch so zur Seite. Bin ich gut. Ich mag das Vieh. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Hotspot-Anzeige, um drauf zu hämmern. Wir haben betrachtet Schwarze Wache und wir haben betritt das U-Boot. Wahrscheinlich kommen wir da nicht rein. Sehr wahrscheinlich sogar, weil dafür sind ja die Wachen meistens da. Sonst haben wir hier aber auch wenig bis gar nichts dran. Erstmal angucken hier. Verzieh dich! Ist das...
Kanister. Aha. Halt! Solche wie du haben keinen Zutritt. Es klingt ein bisschen blechern. Ob das an seinem Kopf oder an dem Helm liegt. Das ist Pinguin. Was? Der sagt gar nichts? Aha. Er macht uns nach. Wink. Er winkt nochmal. Das ist nett, aber bringt uns wenig. Wir gehen mal zu Nate. Wir nehmen ihn mal. Er soll vielleicht etwas mehr Verständliches für uns sagen. Was denn über Pinguin und hier mit Leuten. Von wegen, ne, so einer wie du kommt da nicht rein. Aber hier können wir mal gucken. Holzkisten hat er auch noch. Betrachte das U-Boot. Mit ihm können wir deutlich mehr machen, glaube ich. Luke. Kiste. Einige Transportkisten. Seltsame Form. Hey, Finger weg! Was ist denn da drin? Geheime Sachen. Geheime Sachen wie? Raketen, Granaten, Sprengstoffe. Geheime Sachen halt. Total geheim. Will Munkus hier einen Krieg anfangen oder wozu braucht er diese modernen Waffen? Goblin-Raketen sind nicht billig. Im Süden werden sie mit Gold aufgewogen. Ich weiß nicht, was der vorhat, aber so wie wir ihn kennengelernt haben, ist er so leicht Macht. Also er möchte gerne Macht haben. Und Anerkennung. Ein kleiner Kanister. Er könnte mit Gift, Salatöl, Farbe oder flüssigen Flüchen gefüllt sein. Ich wäre für Letzteres. Das können wir anscheinend mitnehmen. Reinigungsbenzin. Oh. Können wir dem den Mund reinwaschen. Waffenkisten. Ich mag es traditionell. Kanonen, Kugeln, Schwerter, Feuerbälle. So hat man in meiner Jugend gekämpft. Das ist so... so unpersönlich. Ja, kann ich nachvollziehen. Betrachte das U-Boot. Offene Flugschiffe sind mir lieber als so ein Metallsarg. Man stelle sich den Gestank vor, wenn ein Trupp Orks damit auf Reisen ist. Na, was hast du, sind wir erstmal los, aber erstmal halt nur. U-Boote wurden erst vor wenigen Jahren erfunden. Jemand dachte wohl, es reicht nicht aus, auf dem Land, in der Luft und auf dem Wasser Krieg zu führen. Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei uns damals war, warum eigentlich U-Boote erfunden worden sind. War das mal wieder, um Krieg zu führen? Das kann ich mir gut vorstellen. Pinguine. Die Legende sagt, dass sie einst majestätisch am Himmel ihre Kreise zogen. Dann muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Ich meine, außer dem albernen, flugunfähigen Vogel. Dass er sich nicht beleidigt vorkommt. Pinguine, dann... Ja. Betrachte die schwarze Wache. Muss ein blöder Job sein, den ganzen Tag hier im Nichts herumzustehen und ein U-Boot zu bewachen. Da lobe ich mir doch das Abenteurerleben. Da ist man frei, lernt interessante Leute und ungewöhnliche Orte kennen und wird vielleicht von einer grünhäutigen Kopfgeldjägerin getötet. Ja, soll passieren. Hi. Du sagst da genauso wenig, alles klar. Bist du einer von denen, die sich nicht bewegen dürfen, oder bist du nur festgefroren? Dann halt nicht. Vielleicht ist der Anzug ja leer. Ich meine, man sieht ja nichts Lebendiges darunter, außer der bewegt sich ein bisschen, aber es kann ja der Wind sein. So, hier. Elende Blechdosen. Ich habe eine Zeit lang in Rothafen gelebt und hatte ständig Angst, dass sie mich eines Nachts holen kommen. Zum Glück klapperten sie so laut, dass man gewarnt war und sich vor ihnen verstecken konnte. Elende Blechdosen. Zum Glück. Reden können wir damit also auch nicht mit der, weil die kann ja reden, aber die anscheinend nicht. Aber da könnten wir mit reden, wenn sie denn reden könnte oder wollte. Betritt das U-Boot. Wahrscheinlich dürfen wir da nicht rein, oder? Munkus ist ein Heerführer der Schattenarmee. Von dem halte ich mich so fern wie nur möglich. Ja, so kann es auch nennen. Munkus ist ein... Luke? Wie sieht's damit aus? Die Wache wird nicht völlig ohne Grund dort stehen. Es könnte sogar sein, dass sie die Luke bewacht. Nur so ein Gedanke. Na, no, wie kommt ihr denn darauf? Die Wache wird nicht völlig... Kanister! Können wir irgendwas anzünden damit? Nee, hier können wir nichts machen.